take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad-Building-Challenge. Wir kümmern uns heute wieder um die Futau-Steals. Es steht ein neuer Monat an, und zwar der Monat April. Neue Futau-Steals sind also am Start. Und ich werde euch auf jeden Fall über jeden weiteren Tokenspieler diesen Monat auf dem Laufenden halten. Ich habe die letzten Monate es euch auch schon versprochen und das Versprechen gehalten. Und zwar habe ich immer kleine feine Infovideos rausgehauen zu den jeweiligen Tokenspielern, so dass ihr keinen weiteren verpasst. Insofern kann ich euch nur empfehlen, am Anfang des Videos direkt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keinen weiteren Tokenspieler verpassen wollt. Hier verpasst ihr wirklich keinen weiteren Tokenspieler. Insgesamt, und das sage ich ja schon am Anfang des Videos, gibt es 14 Tokenspieler zum Einsammeln in dem ganzen Monat. Und heute wieder fangen wir den Monat an mit einem kleinen, feinen Erklärvideo. Und insofern wollen wir direkt reinstarten in den neuen Monat April. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ansteht. Wir sehen hier nämlich teilweise schon was. Aber vorher wollen wir uns das Ganze erstmal durchlesen. Bevor wir uns aber durchlesen, das Ganze, zerstört gerne den Like-Button, wenn euch das Ganze jetzt schon wieder gefällt. 200 Likes kriegt ihr als Ziel raus. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr generell an FIFA 19 SBCs interessiert seid. Wir haben jetzt zuletzt die 20.000 Abonnenten-Marke geknackt. Insofern nochmal fettes Dankeschön an euch. Und Road to 25k hat natürlich jetzt begonnen. Insofern, mal schauen, was wir diesen Monat noch so reißen können. Also, starten wir rein. Erklärvideo für die, die neu sind und noch nichts anzufangen wissen. Mit den Futau-Steals werde ich auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Videos dann immer darauf hinweisen. Am Anfang des Monats gibt es immer ein Erklärvideo und dann immer kleine, feine Infovideos zu den Tokenspielern. Da steht es einmal so schön, Futau-Steals. Hier hast du den ersten Gratis-Token, um mit den Futau-Steals im April loszulegen. Hol dir in Squad-Building-Challenges bis zu 13 weitere Token, um sie gegen Boni einzutauschen. Also, Punkt 1, wir bekommen jetzt schon mal einen Tokenspieler for free, den bekommt jeder. Und es gibt diesen Monat noch 13 weitere Token zum Einsammeln. Die kann man dann wiederum in den SBCs für Belohnungen eintauschen. Das schon mal grob so zur Erklärung. Wir drücken jetzt einmal weiter und schauen uns dann an, was wir noch am Start haben. Und da steht es einmal so kurz als Erklärung. Tausche für Tauschstil-Spielerobjekte ab sofort bis zum 30.04. in speziellen Squad-Building-Challenges, um dir Boni zu sichern. Futau-Steals-Belohnungsobjekte erhältst du im Event in diversen Modi wie Squad-Battles, SBCs sowie Wochenaufgaben. Rufe zunächst die SBC-Zentrale auf, das werden wir gleich machen, und sieh dir die abgestuften Challenge-Anforderungen der Futau-Steals an. Schau auf den Fut vorbei, um möglichst viele Futau-Steals-Boni zu erhalten. Also, da nochmal die Erinnerung quasi an euch. Wirklich, wenn ihr keinen weiteren Tokenspieler verpassen wollt, einfach ein Abo dalassen. Ihr verpasst da wirklich keinen weiteren Tokenspieler. Und so müsst ihr euch auf jeden Fall da schon mal nicht drauf konzentrieren. Einfach mal noch schauen, wenn ein kleines feines Infovideo von mir draußen ist, dann einfach reinschalten und schauen, wie man sich ihn freischalten kann. Wir sehen hier außerdem schon, dass man ihn durch drei mögliche Sachen freischalten kann. Einmal durch Squad Battles, durch SBCs und halt durch Wochenaufgaben. Die drei Optionen gibt es, um diese Token freizuschalten. Und deshalb gehen wir jetzt mal direkt rein, gehen in diese SBC-Zentrale rein und schauen, was gibt es eigentlich für Belohnungen diesen Monat im April. Also wir drücken einmal A. Vorab, wir sehen rechts natürlich schon mal ein paar Belohnungen. Für 7 Tokenspieler bekommen wir einen Birthday Foot Birthday Meunier. Für 14 Token bekommen wir einen Foot Birthday Douglas Costa und für 12 Tokenspieler bekommen wir Griezmann. Also, das schon mal sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt über den ganzen Monat verteilt. Insofern, ihr werdet jetzt nicht morgen schon 14 Tokenspieler freigeschaltet haben. Das geht natürlich nicht. Aber wir haben jetzt schon mal den ersten Tokenspieler am Start. Und mal schauen, ob schon SBC draußen ist, Wochenaufgaben und so weiter und so fort. Wir haben also hier jetzt Sutlönt und da sehen wir es, Futau-Steals Nummer 7. Wir sind am Start und so sehen die Tokenspieler aus. Oben seht ihr so eine 7, ja, das bedeutet einfach 7. Tokenspieler, beziehungsweise zum 7. Monat. Den könnt ihr auch nur diesen Monat eintauschen. Heißt, wenn ihr könnt jetzt nicht für nächsten Monat schon mal aufsparen oder so, die Tokenspieler. Wenn ihr die diesen Monat freischaltet, müsst ihr auch diesen Monat die in den SBCs von den jeweiligen Belohnungen in dieser SBC-Zentrale benutzen. Das kommt auch immer oft in die Kommentare. Also ihr müsst die dann wirklich auch direkt benutzen. Und wie gesagt, das ist der erste Tokenspieler, den bekommt jeder for free. Also Wochenaufgaben, da gehe ich mal von aus, dass das auf jeden Fall nächste Woche dann wieder mit am Start ist, wenn das quasi in 4 Tagen aktualisiert wird. Da denke ich mal, dass dann Wochenaufgaben wieder zur Verfügung stehen. Falls ja, wird auf jeden Fall, wie gesagt, ein Infovideo folgen. Sonst zu Squad Battles, falls mal einer in Squad Battles drin ist, werde ich euch das auch nochmal mit Squad Battles kurz erklären. Und dann gehen wir jetzt mal rein in die Squad Building Challenges und schauen erstmal, ob da eine SBC, oh ja, da ist eine SBC, ein Tag und 23 Stunden verbleibend. Also dann bei den nächsten Tokenspieler, 2 Stück dann also schon, Fukumitsu.
60er Rechtsmittelfeldspieler. Und das ist der zweite Tokenspieler, den wir uns auf jeden Fall gleich noch freischalten. Aber vorher wollen wir jetzt erstmal wissen, was gibt es für Belohnungen. Oh, Jumbo Gold Pack. Es gibt anscheinend keine Silberpacks mehr. Silberspielerpacks waren es, glaube ich. Das auch wiederholbar. 28 Tage, wie gesagt, dieser ganze Modus verbleibend, beziehungsweise diese Tauschspiel ist verbleibend. Ja, Jumbo Gold Pack. Kann man es quasi 10K-Pack ist das. Kann man quasi immer wiederholen. Heißt, wenn ihr jetzt 14 Tokenspieler freigeschaltet habt, könnt ihr euch jetzt 14 mal so ein Jumbo Gold Pack holen, theoretisch. Für 2 Tokenspieler bekommen wir dann ein Premium Gold Spieler Pack. Auch interessant, das nicht wiederholbar. Übrigens, das hier, untauschbar, ne? Das wiederholbare Jumbo Gold Pack, das ist untauschbar. Die anderen Packs, die sind alle tradable. Das auch schon mal als Info für euch. Die anderen Packs sind alle tradable. Dann geht's weiter mit, oh mein Gott, 87er Inform Pepe ist am Start. Kann man auf jeden Fall super für Prime Icon Moment SBCs benutzen. Aber auch unabhängig davon hat er ganz geile Werte. Also 3 Sterne, 4 Sterne, Hochmittelarbeitsrate. Und guckt euch das an. Schlecht ist er auch nicht. Ausdauer hat er, Sprungkraft, ordentlichen Schuss, ordentliches Tempo. Also schlecht ist das definitiv nicht. Für 4 Tokenspieler haben wir dann hier das seltene Megapack am Start. Also 4 Tokenspieler für das seltene Megapack. Das ist natürlich auch wieder tradable. Weiter geht's dann mit, oh mein Gott, what the fuck. 87er Timo Werner Inform, let's go, für 5 Tokenspieler nur. Robertson für 6 Tokenspieler, 86er Inform. Meunier, was haben wir? Alter, was geht denn hier ab? 7 Tokenspieler für einen Thomas Meunier, Foot Burster, wie gesagt, das haben wir eben gesehen. Und die sind alle untradable, soweit ich weiß. Genau, die Inform sind untradable, er natürlich auch. Jumbo seltenes Spielerpack, letzten Monat hatten wir 9, jetzt müssen wir nur 8 für ein 100k-Set abgeben. Ey Leute, was ist denn bei EA los? Richtig geile Rewards. Was? 125k-Set ist auch am Start für 10 Tokenspieler. Let's go. Und dann haben wir Antoine Griezmann, 90er Stürmerkarte. Alter, was ist denn? Baby, was? Basis Icon Pack? What? Oh mein Gott, Leute, was ist mit EA los? Und Douglas Costa, das haben wir schon gewusst. Basis Icon Pack für 14 Tokenspieler. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, und da mein Tipp an euch, wenn ihr wirklich jetzt schon 4 zum Beispiel, 4 Stück diesen Monat schon freigeschaltet habt, holt nicht direkt das seltene Megapack, wartet erstmal ab, wie viele Tokenspieler ihr den ganzen Monat verteilt sammeln könnt und im Idealfall geht auf dieses Basis-Icon-Pack, Leute. Wie geil ist das denn? Da kann man eine Basis-Icon bekommen und wenn die scheiße ist, kann man sie quasi, hier zu den Icons gehen und ein 100k-Set sich dafür gönnen. Und wenn es eine geile Icon ist, kann man sie natürlich spielen. Alter, da hat EA auf jeden Fall diesen Monat richtig rausgehauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Douglas Costa, also für gesamte 14 Tokenspieler oder Basis-Icon-Pack. Für was für Rewards, auf was für Rewards geht ihr? Sagt es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Ich bin, oh Gott, ich werde wahrscheinlich auf diese Basis-Icon-Packs gehen. Auf dieses Basis-Icon-Pack gehen. Ist natürlich dann auch untradable, wie alle anderen, wie gesagt, auch. Aber man kann sie halt benutzen, um 100 Kasse dann noch zu holen, falls diese Basis-Icon schlecht ist. Ey, das finde ich ja mal mega geil. Ey, Leute, und gute Spieler. 125k-Set ist am Start. Antoine Griezmann. Wir haben Douglas Costa. Keine schlechte Karte. Wir haben das Basis-Icon-Pack. Wir haben für 8 Tokenspieler Jumbo seltenes Spieler-Pack. Aber wie gesagt, ihr müsst euch entscheiden, ne? Also, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr könnt euch nur für 6 einen Robertson holen, ja? Und ein Jumbo seltenes Spieler-Pack quasi zusammen, ja? Also insgesamt kommt er in diesem Monat nur auf 14 Tokenspieler. Ihr könnt euch jetzt nicht für 14 Tokenspieler ein Basis-Icon-Pack holen und dann nochmal für andere 14 Tokenspieler Douglas Costa. Es gibt nur insgesamt 14 Tokenspieler diesen Monat. Insofern lasst mich gerne wissen, auf welche Rewards ihr geht. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt, mega positiv überrascht von den Rewards. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Sehr, sehr nice. Leute, ich kann dazu nichts anderes sagen. Sehr, sehr nice von EA auf jeden Fall gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die SBC. Futauschild-Spieler ist am Start. Und da steht es, hol dir einen Futauschild-Spieler eintauschbar in den Futauschild-SBCs im April. Und wenn ihr die dann freigeschaltet habt und geholt habt, geht ihr einfach rein hier in diese SBC. Entscheidet euch jetzt zum Beispiel für, wir gehen jetzt mal quasi das theoretisch durch, Basis-Icon-Pack. Dann habt ihr 14 Tokenspieler insgesamt im Verein. Und dann ballert ihr hier 7 rein und hier 7. Und als Reward bekommt ihr dann dieses Basis-Icon-Pack. Also das schon mal für euch. Und Leute, jetzt bin ich ja mega gehypt. Also ich kann es euch, wie gesagt, jetzt vor allen Dingen nach den Rewards nur empfehlen. Lasst ein Abo da, hier verpasst ihr keinen weiteren Tokenspieler. Und dann rocken wir den Monat auf jeden Fall gemeinsam. Aber jetzt gehen wir rein in die SBC. Ich würde sagen, ich schließe die SBC eben kurz ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, und da bin ich auch schon wieder zurück mit der SBC. Wirklich eine simple Sache. Es ist ein Japan-Spieler als Token-Spieler. Natürlich auch klar, dass wir jetzt einen Japaner hier benutzen müssen. Und vorab wollen wir uns jetzt mal die Voraussetzungen anschauen. Theoretisch könnt ihr das Ganze 1:1 nachbauen. Ich zeige euch aber gleich, was hier quasi wichtig ist, um das Ganze theoretisch nachzubauen. Beziehungsweise ihr müsst einfach das gleiche Prinzip anwenden, genauso wie ich. Aber zu den Voraussetzungen, wir haben einmal einen Japaner, mindestens einen Spieler, den wir benutzen müssen. Spieler aus derselben Liga, maximal 6 als Begrenzung, selten mindestens 10. Wir haben Teamgesamtwertung mindestens eine 74, eine Teamspiel mindestens 80. Ja, 87 haben wir hier erreicht und Anzahl Spieler im Team sind 11. Ja, meine Empfehlung ist auf jeden Fall nicht auf dieses Rating zu achten. Das heißt nicht unbedingt Silber- und Bronze-Spieler benutzen. Das machen bestimmt ein paar Idioten. Heißt aber für euch, ihr könnt super Bronze- und Silberspieler gerne verkaufen. Schaut also aus den Hauptligen und so weiter und so fort gerne mal nach, was die Silber- und Bronze-Spieler in eurem Verein bringen. Da könnt ihr bestimmt so einiges an Profit machen. Vor allen Dingen könnt ihr natürlich Profit machen mit dem jeweiligen Japaner. Da empfehle ich euch einfach, so wie ich, einen Untradable Japaner zu nehmen. Ich hatte insgesamt 5 Untradable Japaner im Verein. Ich habe mich jetzt hier ganz entspannt für einen Silberspieler entschieden. Ich hatte insgesamt 5 Silberspieler Untradable im Verein. Ihr werdet bestimmt den ein oder anderen Japaner auch im Verein haben. Ob er jetzt Bronze ist, Silber oder Gold, ist auch komplett egal. Den stellt ihr einfach randommäßig irgendwo hin, wo quasi noch Platz ist. Und dann entscheidet ihr links oder rechts einfach auf eine Liga. Ich habe mich jetzt mal hier für die Bundesliga entschieden. Und dann natürlich erstmal die Deutschen miteinander gelegt. Torwart, Innenverteidiger, ZM, die hatte ich schon alle im Verein. Und dann habe ich einfach links 2 Linksverteidiger hingestellt. Ich hatte Bailey als 82er, als LM da am Start. Dachte mir aber, als 82er behalte ich den einfach mal. Und habe mich hier für einen Linksverteidiger entschieden. Also theoretisch könnte das auch als Links, also der kann Linksverteidiger hier kann Linksverteidiger hin und hier auch. Und ihr könnt es trotzdem 1:1 nachbauen. Dann haben wir im Sturm Augustinsson. Ich zeige euch gleich nochmal die Namen auf jeden Fall. Aber ihr müsst euch einfach links für eine Liga entscheiden. Ob das jetzt Liga BVA ist, ja, oder Premier League oder sonst was. Einfach 10 Seltene, die auf jeden Fall am Start sind. Entweder ist der Japaner schon einer der Seltenen, dann könnt ihr natürlich einen Seltenen hier rausnehmen, sonst halt 10 Seltene um den Japaner herumstellen. Dann habe ich mich für eine zweite Liga entschieden einfach und einen Stürmer, einen ZM, einen ERM und einen Innenverteidiger daraus genommen. Das ist jetzt die Serie A. Auch da könnt ihr die Liga gehen, Liga BVA, in irgendeiner Hauptliga und einfach dann herumstellen, was ihr halt im Verein habt. Also wirklich eine simple SBC, nicht schwierig, ganz, ganz simpel. Und falls ihr das Ganze jetzt wirklich 1:1 nachbauen wollt, empfehle ich euch, wie gesagt, nicht. Prinzip ist ja auf jeden Fall simpel. Könnt ihr ganz entspannt einfach nachmachen. Ulreich ist hier am Start. Wir haben Niva. Wenn er teuer ist auf dem Transfermarkt, ja, holt euch einfach den billigsten Japaner, der auf dem Markt ist. Dann haben wir Kolle, dann haben wir Bender, dann haben wir Willems, dann haben wir Politano, Bonaventura, Behrens, Saracchi, Caputo, Augustinsson. Und dann geht es wieder los. Und wenn wir jetzt mal hier die Japaner einstellen, und dann schauen wir einfach mal, ob ich hier Tradable, habe ich Tradable eingestellt, perfekt, ob ich mal Tradable Japaner im Verein habe und mal gucken, ob die richtig, richtig, richtig teuer sind. Da bin ich mal jetzt richtig gespannt. Oh ja, die bringen alle mindestens 1000 anscheinend. Mal gucken, hier aus der Premier League natürlich Okazaki, ist er beliebt? Leute, als wenn er auf 10k ist. Guckt euch das an, was hier Leute ausgeben für Japaner, das ist ja unfassbar. Gucken wir mal hier die Stürmer nach. Also Leute, geht da einfach alles durch, was ihr im Verein habt. Ihr seht, ich habe so viele Tradable Japaner. Meine Empfehlung an euch, Trading-Tipp noch nebenbei. Ja, und in dem Sinne schickt man das Ganze jetzt ab. 2 Tage habt ihr dafür Zeit. Lasst eure Freunde das also auch gerne wissen. Leute, Tokenspieler ist hier am Start. Wenn ihr den schon verpasst, könnt ihr keine 14 Tokenspieler mehr machen. Insofern wichtig, dass ihr diese SPC abschließt. Fuku, Mitsu müsst ihr abschließen. 2. Tokenspieler in dem Monat April. Ja, und alle anderen Tokenspieler, wie gesagt, ich sag's jetzt zum 5. Mal, könnt ihr hier auf dem Kanal auf jeden Fall sehen. Infovideo wird dann immer direkt rausgehauen. Und da haben wir das rechtes Mittelfeld, Japaner, 60er, Fuku, Mitsu. Also ganz entspannt, ganz, ganz simpel. Besser geht's gar nicht. Ein Tokenspieler für Freebets bekommen, ein simpel per SPC abgeschlossen. Und wie gesagt, ja, was will man mehr? 2 Tokenspieler jetzt schon fertig. 14 können wir, wie gesagt, insgesamt einsammeln. Die anderen 12, bin ich mal gespannt, wann die kommen. Ihr werdet es hier auf dem Kanal auf jeden Fall erfahren. Und in dem Sinne soll es das gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, insgesamt hat es euch gefallen. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, keinen weiteren Tokenspieler verpassen wollt, dann bleibt hier auf dem Kanal aktiv. Und lasst mich gerne in den Kommentaren jetzt wissen, auf welche Rewards ihr geht. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendeiner eben nicht halt auf dieses Basis-Icon-Pack geht. Ich finde es bombastisch geil und insofern, ja,
Lasst mich gerne wissen, auf welche Rewards ihr geht. Das sollte es gewesen sein mit dem Video. Haut rein, lasst ein Like da, Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.